Und als letzter, noch bitte noch gut zuhören, als letzter, aber nicht der letzte, das ist der Landesgeschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Herrn Carsten Richter. Ich darf Sie auch auf die Bühne bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die undankbare Aufgabe, als letzter zu Ihnen zu sprechen, aber ich werde meine kurze Ansprache auf drei Punkte beschränken, weil Sie sind heute hier auch, um sich wiederzusehen, um auch Kultur zu erleben. Also, Punkt 1, ich soll Ihnen übermitteln, Grußworte und die besten Wünsche unseres Präsidenten Markus Meckel in Berlin und unseres Landesvorsitzenden Lorenz Cavier vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge aus Schwerin. Er dankt vor allen Dingen den Veranstaltern, namentlich Herrn Schukat und Herrn Schülke, für diese tolle Veranstaltung, die Sie hier heute wieder in Rostock auf die Beine gestellt haben. Und man sollte vielleicht auch erwähnen, dass hinter den beiden auch noch ein anderes, größeres Team steht, die alle ehrenamtlich diese Veranstaltung hier auf die Beine gestellt haben und organisiert haben. Und ich glaube, das sollte auch noch mal ein kleiner Applaus dafür sein. Punkt 2. Sie als Ostpreußen haben unsere Arbeit der Kriegsgräberfürsorge immer unterstützt. Viele von Ihnen haben die Kriegsgräber des Ersten Weltkrieges im Ostpreußen besucht, im nördlichen Teil, im südlichen Teil. Der Volksbund wird nach wie vor alles daran setzen, diese Kriegsgräberstätten instand zu halten und zu pflegen. Und zweitens natürlich auch die neuen größeren Anlagen, zum Beispiel Kranzallee in Königsberg, auch weiter auszubauen und hier die Toten, die wir zum Beispiel im Königsberger Gebiet finden, hier auch einzubetten und ihnen eine würdige Ruhestätte zu geben. Punkt 3, und damit möchte ich auch schon schließen, 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist unsere Aufgabe immer noch nicht zu Ende. Deshalb möchte ich es Ihnen heute auch anbieten, nutzen Sie die Gelegenheit, kommen Sie an unseren Stand und prüfen Sie, ob wir vielleicht Ihre Angehörigen, die zum Beispiel als Soldaten im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und hier gefallen sind oder vermisst sind, in der Zwischenzeit in unserer Datenbank vorhanden sind und ob wir sie gefunden haben und ob wir ihnen vielleicht in den nächsten Jahren eine würdige Ruhestätte geben. Wir sind im Foyer mit einem Stand vertreten. Dort gibt es eben, wie gesagt, dieses Computerprogramm Gräbersuche Online und ich möchte Sie herzlich einladen, nutzen Sie die Gelegenheit. Am Schluss möchte ich Sie bitten, wir haben am 9. Oktober eine Einbettungsveranstaltung auf dem Patenfriedhof unseres Landesverbandes. Neumark, ein Ort südlich von Stettin, heute heißt der Ort Stare Czarnowo. Ich würde mich freuen, wenn zumindest diejenigen, die zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern kommen oder aus Vorpommern insbesondere, an dieser Veranstaltung teilnehmen. Wir werden hier am 9. Oktober 500 Soldaten, aber auch zivile Tote einbetten. Das wird in feierlicher Form geschehen. Und Sie haben auch Gelegenheit, bei uns am Stand mehr über diese Veranstaltung zu erfahren und auch weitere Informationen zu dieser Kriegsgräberstätte zu erhalten. So, damit möchte ich schließen. Bitte einen Satz noch und dann bin ich endgültig sozusagen am Ende. Wir werden heute natürlich auch nochmal für unsere Sache werben in der Halle. Das heißt, viele, die diese Veranstaltung schon lange besuchen, kennen das. Wir möchten natürlich auch wieder für die Kriegsgräberfürsorge sammeln. Wir sind eine Spendenorganisation, die sich überwiegend aus Spenden finanziert. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie also nach der Mittagspause uns auch noch vielleicht mit einer kleinen Gabe unterstützen könnten, natürlich für die Ruhestätten der Gefallenen, der Kriegstoten, auch im heutigen Oblast Kaliningrad im Ostpreußen. Dankeschön. So, aber bevor ich jetzt von der Bühne gehe, möchte ich noch einen kleinen Akt vollziehen. Herr Schukat und Herr Schülke haben sich über viele, viele Jahre für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge verdient gemacht, indem sie eben auch ihre Reisegruppen nach Ostpreußen geführt haben. Und unser Verband hat eine neue Auszeichnung im letzten Jahr der Öffentlichkeit in Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. Es ist eine kleine
Fliese vom Beutzenburger Fliesenwerk, die auch die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Mecklenburg-Vorpommern widerspiegelt. Und ich möchte ganz kurz nochmal die Urkunde verlesen und damit möchte ich dann auch endgültig schließen. In Anerkennung der Verdienste um das Werk der Kriegsgräberfürsorge, das der Völkerverständigung und der Förderung des Friedens dient, wird der Landsmannschaft Ostpreußen e.V. die Volksbundfliese Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge verliehen für den Landesverband Mecklenburg-Vorpommern Lorenz Cavier, Landesvorsitzender. Ein herzliches Dankeschön an die beiden, Herrn Schuckert und Herrn Schulke. Ja.